So, und damit willkommen zurück zu Treter Live Simulator. Ich bin mal hier ein bisschen am Obst und Gemüse kaufen. Ja. Guter Moment, wie teuer ist denn das? Okay, Melone kann ich mir schon mal nicht leisten. Aber dann nehmen wir Gurken mit. 23 statt 25. Was ist okay? Was ist hier? Pfeffer? Das ist ein Paprika. Aber jetzt teuer. Über 100? Nee, nee, nee. Gut, da. Kartoffeln sind ja mal richtig günstig. Hab zwar nicht so sonderlich viel Geld, aber. Bananen? Bananen auch richtig guter Preis. So, noch 108 Dollar. Okay, also Obst ist ja mal super günstig. Alles gleiches, oder? Äpfel. Oder Orangen. Auch nochmal 10 Dollar günstiger. So. Kartoffeln haben wir schon. Fleisch. Ich habe keine Kühlung. Kann man vergessen. Es gibt niedrig, hoher Preis, hoher Preis. Ist ein Toaster für 1000? Vergesst es. Taschenrechner. Wisst. Was kostet eine Maus? Ja, habt sie doch nicht alle. Okay, das können wir uns nicht leisten. Keine Chance. Also im Moment noch nicht. Da haben wir noch ein bisschen Geld, um uns hier am beim Straßenhändler was zu essen zu kaufen im Notfall, bevor wir verhungern. Bleichmittel. Supermarket. Bleib stehen. Bloß nicht vorm Schaufenster parken. Äpfel. Wollen wir die Äpfel hier draußen anbieten? Wie das bei uns die Vietnamesen immer machen. So. Ich hoffe, die sind nochmal extra eingepackt. Wir hatten dann auch so gekauft. Sind die Packungen irgendwie unterschiedlich? Nein. So. Ja, machen wir daneben Bananen.
Und was waren das Orangen? Ah, wobei. Dem machen wir hier. Hatten wir noch Kartoffeln und Gurken. Ah. Ich wollte doch die ganze Kiste mitnehmen. So. Gurken. Zugreifen. So, wo packen wir die denn mal hin? Auf dem Boden sieht, glaube ich, scheiße aus, oder? Komm, die packen wir komplett aus. No Meeresfrüchte. Ein bisschen wild aufbauen hier. Na, komm, das stapeln wir. Schon daneben. Wird wahrscheinlich zu eng. Lieber. Lieber daneben, so. Nein. Schlecht platziert. So, Kartoffeln. So, hier draußen, das ist doch schon mal schön voll, was wir stehen haben, die Tische. Habe ich mich hier komplett verzählt bei den Bananen? Eine noch. Äpfel runter. Sehr viele rote Äpfel. Ach nein. Auch mal was Grünes. So. Grüne. Okay, Katzenfutter ist komplett aus.
Eieiei. Wir brauchen, glauben, Nachschub. Wie viel Geld haben wir? In die Kasse greifen. 328. Moment. Saftmaschine. Moment. Haben wir mittlerweile Chips, Zucker? Orange haben wir verkauft einmal. Zeitung. Rosentee, Schokolade, Katzenfutter. Saftmaschine mache ich dann wahrscheinlich ein andermal. Weichspüler haben wir noch. Ich mache mich auf den Weg. Liefern lassen will ich jetzt noch nicht. Oh, aber ich könnte mal aufs Klo gehen. Da, da, da. Öffnen. So. Also, vielleicht die Tür schließen. So. Und dann hier. Noch einmal Ware und dann vielleicht Möbel. Bin ich jetzt hier richtig? Moment. Nee, komplett falsch. Scheiße. So müssen wir. 18 Uhr, der Laden macht gleich wieder zu. Nur dunkle Schokolade, okay. Scheint ein Riesenproblem zu sein. Eine Orange wurde verkauft, das ist gut. Bremsen, bremsen, bremsen. Aussteigen. Was kostet denn dunkle Schokolade? Okay, das ist ein mega guter Preis. Was war noch irgendwelcher Rosentee, glaube ich. Das war doch der. Hoher Preis. Nee, dann holen wir nicht hoher Preis. Guter Preis. Wilder Kaffee. Haben wir den nicht schon? Egal. Ah, genau, Katzenfutter war doch alle, oder? Ja, ich mich jetzt komplett. Wo war das? Oh, Moment. Das ist nicht günstig. Das ist super teuer. Hoher Preis, hoher Preis, guter Preis. Na ja gut, das ist der normale Preis für die Windeln. Guter Preis, was ist das? Reinigungsprodukte.
Pulver für 51 kaufen wir. So. Was ist das? Nüsse. 76. Ja, komm. Immer rein. So, wir haben noch 64 Dollar. Butterbiskuits. Was ist das? Weizenkeks. Fruitdrinks. Wir nehmen die Weizenkekse mal mit. So, 27. Ein Dollar noch. Moment. So. Einundzwanzig Uhr, ich glaube, unser Laden schließt gleich wieder. No Rinderbrühe, ja. Da lang. Tankstelle. Moment, ich fahre jetzt hier hinten rein. Hoa. Oh Gott. Ah, das ist doch nicht so eine gute. Okay, rückwärts fahren wird nichts mit der Kiste. Wir parken wieder vorm Laden. So. Aussteigen. Erstmal hier. Wie sieht's mit dem Obst aus? Äpfel? Also, Orangen haben sich, glaube ich, ganz gut verkauft. Erstmal alles reinbringen hier. Das ist das Weizenkeks. Hopp. Nüsse. Nüsse sahen, glaube ich, klein aus. Die können wir hier unten reinräumen. Reinigungspulver da hinten. Zu unserem Reinigungsfenster, Schaufenster. Windeln hatten wir früher hier im Regal, aber die können wir hier, glaube ich, schön an der Wand aufstapeln. Kaffee, weiß ich noch nicht wohin. Dunkle Schokolade. Vielleicht dort. Mach mal den Laden erstmal hier zu. Und packen aus. So. Schön hier an der Wand. So.
das nicht schön eingerichtet ist. Na, oh Gott. Die letzte, kriegen wir die noch hier oben drauf? Jawohl. Also das ist doch mal Einrichtung vom Feinsten. Reinigungspulver, wie sieht das denn aus? Okay, kleine Dosen. Was haben wir hier? Das war Reis. Moment, kleine Dosen. Dosen kann ich glaube gut stapeln, oder? So, wo ist vorn, wo ist hinten? Da. Schön. Das wird der schiefe Turm von Pisa. Waren das schon alle? Jawohl. Okay, was hatten wir hier? Dunkle Schokolade und Nüsse. Moment, die Schokolade erstmal weg. Nüsse. Unter den Zucker. Perfekt. Dunkle Schokolade. Moment. Da wir nicht so viel Platz hier haben, machen wir mal eine kleine Trennmauer. Falsch rum. Na komm. Top of the Box. Und die Folge ist mal wieder zu Ende. Tschüss, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal.